ziemlich schwache dagegen, Sir. Mhm. Die Leitung des Instituts hat sich deshalb entschlossen, sie anderweitig einzusetzen. Da ihre Leistungen auf den genannten Gebieten schwach sind, wurden sie der Sektion für Metapsychologie zur Verfügung gestellt. Das bedeutet nicht, dass wir hier Schwachköpfe bevorzugen, aber wir können sie sinnvoll einsetzen. Bedeutet das, dass ich nicht weiter studieren kann? Weiter studieren? Forschungsergebnisse unserer Abtei, der sie leider nicht allzu viel Aufmerksamkeit gewidmet haben, weisen darauf hin, dass ein gewisser Prozentsatz ihrer Bewusstseinsinhalte auch nach ihrer physischen Vernichtung erhalten bleibt. Wozu sagen Sie das alles? Es gehört zu unserem Experiment. Wir wollen sie doch nicht sehen. So gefallen sie mir bedeutend besser. Wir werden unsere Operation schnell zu Ende bringen. Wir wollen versuchen, ihre Bewusstseinsinhalte nach ihrem Tode zu registrieren. Unsere neuen Rezeptoren. Aber das würde zu weit führen. Die Rezeptoren konnten bisher nur
Bewusstsein gewisse Inhalte eingepflanzt. Diese Inhalte haben wir grafisch aufbereitet. Was wollen Sie erzählen? Es gibt doch sicher alte oder schwerkranke Menschen, die sich diesem Experiment gerne freiwillig unterziehen würden. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber fangen wir an. Nur noch eine kleine Vorgehung. Damit inhibieren wir Ihre eventuelle Trotzreaktion. Ohne Ihre Reaktion zu blockieren. Ihre Angst. Ein wertvoller Bestandteil des ganzen Prozesses. Bleibt unvermindert. Manchmal hat sie ganz brauchbare Einfälle. Die sinnvolle Kombination von extremer Angst, intensivster Wahrnehmungsfähigkeit und miniaturisierten Bewusstseinsinhalten wirken Wunder. Den heute